Ja, wir befinden uns hier im Stadtteil Kirchmöser im Bahntechnikerring. Wir wurden hier gegen 23.46 Uhr alarmiert mit dem Einsatzstichwort B-Klein. Wir haben dann vorgefunden eine Fläche von ca. 50 x 50 Meter Wiese und Busch, was sich hier im Brand befand. Wie seid ihr vorgegangen? Wie konntet ihr das Feuer eindämmen? Ja, wir konnten dann das Feuer mit Hilfe von drei C-Rohren, drei Trupps im Einsatz hier relativ schnell unter Kontrolle bringen und dann mit der Restablöschung beginnen. Jetzt haben wir seit mehreren Tagen sehr warme Temperaturen. Die Böden trocknen mittlerweile langsam aus. Wie sollten sich die Leute verhalten und was sollten sie tunlichst auch sein lassen? Ja, wir haben seit einigen Tagen die höchste Waldbrandgefahrenstufe, seit heute auch im ganzen Land Brandenburg. Es ist äußerst gefährlich, mit Zigarettenkippen im Freien zu hantieren. Keine Zigarettenkippen aus dem Auto werfen. Nicht grillen im oder am Wald. Das ist höchst gefährlich und kann zu schweren Waldbränden führen. Jetzt ist seit heute auch noch stärker einsetzender Wind. Das soll auch noch bis Restende der Woche so bleiben. Dazu die trockenen, warmen Temperaturen. Wie gefährlich ist für euch, aber auch für so einen Waldbrand der Wind? Der Wind trägt natürlich zur Ausbreitung bei und verschärft die Situation. Das heißt, sobald also ein kleiner Brand entsteht, kann das ganz schnell zu einem großen Wald- oder Feldbrand führen.